Das Abkühlen der Profile wäre jetzt zwar geschafft, doch wie man sieht, geht das nicht ganz spurlos an ihnen vorüber. Durch Spannungen, die durch das Abkühlen entstehen, verwinden sich die Profile. Abhilfe schafft hier die sogenannte REC-Anlage. Mit einer Kraft von maximal 60 Tonnen werden die Profile wieder gerade gezogen und zur Säge weitertransportiert. Dort werden sie je nach Kundenwunsch auf Längen zwischen 2 und 12 Metern gebracht und anschließend in Container gestapelt. Vollautomatisch werden die Container weitertransportiert. Um den Profilen die gewünschten mechanischen Eigenschaften zu geben, müssen sie noch wärmebehandelt werden. Dazu stellen Automatikkräne die Container jeweils nach gewünschter Wärmebehandlung zusammen. Jeweils 8 Container werden vom Chargierwagen in einen der 6 Warmauslagerungsöfen befördert. Die Wärmebehandlung erfolgt bei 180 Grad, circa 4 Stunden lang. Anschließend werden die Öfen automatisch entleert und die Automatikkräne transportieren die Container in eine Art Wartebereich, von dem aus die Profile auf die verschiedenen Verpackungstische verteilt werden. Das Transport-Shuttle übernimmt die versandfertigen Pakete. Begleiten wir nun unsere Profile auf ihrem Weg zum Versandterminal.